Kevin machte sich mittlerweile wirklich Sorgen um Tobias. Er erschien kaum noch zu den Aufnahmeterminen und wenn, dann war er schnell gereizt und griff uns alle verbal an. Erik und Tatjana distanzierten sich schon von ihm und sprachen auch schon darüber, die Zusammenarbeit komplett einzustellen. Der junge Klever lag in seinem Bett und versuchte aus Tobias schlau zu werden. Sein Verhalten war völlig untypisch für den Darmstädter. Er war sonst immer zuverlässig und ausgeglichen gewesen. Seine Gedanken kreisten immer wieder um dieselben Punkte. Letztendlich entschloss er sich, einfach am Wochenende nach Darmstadt zu fahren. Er musste herausbekommen, was mit dem Älteren los war. 2 Tage später nahm er seine Autoschlüssel und machte sich auf den Weg in Richtung Darmstadt. Die Fahrt dauerte ihm viel zu lange, aber daran konnte er nichts ändern. Nach gut 4 Stunden war er endlich am Ziel und parkte vor Tobias' Wohnung. Er hatte zwar sicherheitshalber den Ersatzschlüssel dabei, den Tobias ihm mal gegeben hatte, aber er hoffte, dass Tobias ihn auch so hineinließ. Kevin klingelte 3-mal, bevor er einfach seinen Schlüssel nahm und die Tür aufschloss. Er kletterte die paar Treppenstufen hinauf und stand vor Tobias' Wohnungstür. Ein unangenehmer, fauliger Geruch stieß ihm in die Augen und ließ ihn die Nase krausziehen. Jetzt wurde er wirklich nervös. Der Geruch kam aus Tobias' Wohnung und hatte nichts mehr mit angenehm zu tun. Kevin klingelte erneut, keine Antwort. Er klopfte lautstark an. Auch diesmal erhielt er keine Antwort. »Tobias? Tobi! Ich komme jetzt rein!« rief er durch die Tür und schloss dann auf. Sofort stach ihm ein verwesener Gestank in die Nase. Kevin fluchte. Es sah aus wie auf einer Müllkippe. Überall lagen leere und, was noch ekliger war, mit grünen Schimmel überzogene Pizzakartons, Teller und Schalen herum. Vorsichtig und mit jedem Schritt darauf achtend, dass er auf nichts trat, kämpfte er sich durch die Wohnung, obwohl sie mehr einer Müllheide glich. »Tobi, bist du hier irgendwo?« rief er vorsichtig. Kevin durchsuchte jedes Zimmer und schüttelte immer wieder den Kopf über das Chaos. Sogar Zigarettenstummel lagen auf dem Boden. Fast panisch öffnete Kevin die Tür zu dem Raum, den er als einzigsten noch nicht betreten hatte, das Badezimmer. Er klopfte erst an, aber nachdem er keine Antwort erhielt, öffnete er die Tür. Erstaunlicherweise lag hier kein Müll. Nur ein paar Klamotten. Kevin ließ seinen Blick über den Boden gleiten. Neben der Toilette lag ein zusammengerolltes Häufchen Elend. Kevin lief schnell zu Tobias hinüber und vergewisserte sich, dass dieser atmete. Erleichtert stellte er fest, dass Tobias zumindest am Leben war, aber seine Atmung ging nur stoßweise und unregelmäßig. Kevin angelte sein Handy aus seiner Hosentasche und wählte mit zitternden Fingern die Nummer des Notrufes. Nachdem er aufgelegt hatte, krabbelte er richtig an Tobias heran und brachte ihn in die stabile Seitenlage, in der Hoffnung, dass sich seine Atmung normalisierte. Zärtlich strich er ihm durch die dunklen Haare. »Was machst du nur?« fragte Kevin mit erstickter Stimme. Er hatte einen mächtigen Kloß im Hals und konnte nur mit Mühe seine Tränen zurückhalten. Als es endlich an der Tür klingelte, war Kevin mehr als erleichtert. Er brachte die Sanitäter durch den Gestank und das Chaos zu Tobias und ließ die Männer ihre Arbeit machen. »Wir müssen ihn mitnehmen. Er zeigt deutliche Anzeichen einer Überdosis. Er ist stabil, aber mehr kann ich momentan noch nicht sagen«, erklärte einer von den Sanitätern. »Kann ich mitkommen?« bat Kevin leise. Dem jungen Klever war der Schock deutlich anzusehen. Er wurde kreidebleich und zitterte mittlerweile am ganzen Körper. Der Sanitäter hatte Mitleid, ausnahmsweise. Kevin nickte dankend und folgte den Sanitätern, schloss die Tür ab und trottete dann die Treppe hinunter. Im Krankenhaus sollte Kevin aber doch im Wartebereich Platz nehmen. Er durfte bei der Untersuchung nicht dabei sein. Das gefiel dem Blondschopf überhaupt nicht und er machte seinen Ärger Luft. »Glauben Sie ernsthaft, ich sitze hier einfach nur däumchendrehend herum, während mein bester Freund vielleicht meine Hilfe oder Anwesenheit benötigt? Ich gehe nirgendwo hin, ich bleibe bei Tobias. Um mich hier wegzubewegen, müssten Sie schon zu härteren Geschützen greifen und dazu sind Sie nicht berechtigt.« Die Schwester schaute nicht schlecht, als sie diese Ansage von einem weitaus jüngeren Mann bekam und sah hilfesuchend zum Arzt hinüber. Der nickte nur und meinte, Schaden wird's schon nicht.
Kevin nickte dem Arzt dankbar zu. »Darf ich mich an seine Seite setzen?«, fragte er leise. Der Arzt überlegte kurz und antwortete ihm dann genauso ruhig. »Ja, ist okay. Wissen Sie, was Ihr Freund genommen haben könnte?« Kevin schüttelte den Kopf. »Nein, ich wusste nicht mehr, dass er was nimmt. Es war Zufall, dass ich ihn gefunden habe. Er war in letzter Zeit so merkwürdig. Wir haben nur telefoniert, ich bin nicht von hier. Aber weil ich mir Sorgen gemacht habe, bin ich hierher gefahren und dann habe ich ihn gefunden.« Kevin schluckte schwer und nahm sich einen Stuhl, den er direkt an Tobias Seite stellte und sich hinsetzte. Zwei kleine salzige Perlen glitzerten in seinen Augen, während er Tobias Hand nahm und ihre beiden Hände miteinander verflocht. Der Arzt behandelte Tobias währenddessen weiter, beobachtete aber auch den zweiten jungen Mann mit Argusaugen. Er befürchtete, dass der Schock bei ihm noch nicht angekommen war und er jede Minute zusammenklappen würde. Aber Kevin blieb stark. Er verweilte auch bei ihm, als der Arzt ihm den Magen auspumpte. Tobias' Hände waren kalt und er zitterte unkontrolliert. Der Blondschopf streichelte Tobias' Arme und ab und zu zog er auch sanft die Konturen in dessen Gesicht nach. Er konnte es nicht verstehen. Warum hatte Tobias damit angefangen? Und vor allem, warum hatte er nicht um Hilfe gebeten? Fragen, die nur allein Tobias ihm beantworten konnte. Nachdem die Medikamente wirkten, die der Arzt Tobias verabreicht hatte, wurde er auf ein Einzelzimmer gebracht. Kevin blieb die ganze Zeit an Tobias Seite und ließ ihn nicht aus den Augen, beobachtete jeden Handgriff, versuchte zu verstehen, was mit Tobias geschah. Aber irgendwann war auch Kevin erschöpft. Er hatte einen langen Anfahrtsweg und dann noch so einen erschütternden Tag, dass sein Kopf immer tiefer sank und schließlich neben Tobias Hand liegen blieb. Er war schnell eingeschlafen, hielt aber weiterhin Tobias Hand fest. Ein leichter Druck an seiner Hand weckte den jungen Kleber. Er öffnete seine Augen und blickte in ein erschöpftes, eingefallenes Gesicht mit strahlend blauen Augen. Tobias beobachtete ihn mit einem verwirrten Blick. »Du bist wach? Mensch, Tobi, was machst du für Sachen?«, fragte Kevin leise. Tobias antwortete nicht, kaute nur nervös auf seiner Unterlippe herum. Die beiden Männer erschraken, als es an der Tür klopfte und der Arzt kurz darauf seinen Kopf durch die Tür schob. »Ah gut, Sie sind wach«, sagte er und trat komplett in das Zimmer ein. »Wie geht es Ihnen, Herr Fulk?« Tobias antwortete nicht. Er drehte seinen Kopf und schaute aus dem Fenster, beobachtete das schöne Wetter und die Vögelchen, die vor seinem Fenster herumflogen. Da Tobias sich nicht rührte, begann Kevin zu sprechen. »Was ist mit ihm?« Der Arzt schaute wieder zu Tobias. »Darf ich frei sprechen, Herr Fulk?« Tobias zuckte mit den Schultern und hielt seinen Blick weiterhin abgewandt. »Na schön. Herr Fulk hat Schlaftabletten genommen, in einer Menge, die ihn umgebracht hätten, wenn sie ihn nicht gerettet hätten«, versuchte er so nüchtern wie möglich zu erklären, dass Tobias sich das Leben nehmen wollte. Kevin schluckte schwer, versuchte das eben Gesagte zu verdauen und wischte sich eine Träne aus den Augenwinkeln. »Keine Angst, Ihr Freund ist über den Berg, aber ich musste den Vorfall melden. So leid es mir tut, Herr Fulk, wird für Sie eine gewisse Zeit in psychologische Behandlung begeben müssen.« »Na gut, ich lasse Sie dann mal allein«, fügte der Arzt hinzu und verschwand aus dem Zimmer. Das Gesagte klingelte immer noch in Kevins Ohren nach. Er legte eine Hand auf Tobias Schulter. Der Darmstädter zuckte zusammen. »Tobi«, flüsterte Kevin. Er versuchte es noch einmal, aber diesmal etwas lauter und mit kräftigerer Stimme. »Tobias, bitte rede mit mir. Was ist los?« Tobias drehte seinen Kopf zu dem Blondschopf und studierte eine Zeit lang das gewohnte, junge Gesicht. Tobias räusperte sich, sein Hals kratzte viel zu sehr, aber das lag an den Folgen seines Suizidversuches. »Warte, trink das«, Kevin reichte ihm ein Glas mit stillem Wasser. »Nein, ich kann einfach nicht mehr so weiterleben, Kevin«, flüsterte Tobias. »Okay, von vorne, warum kannst du nicht mehr? Bitte rede einfach mit mir«, bat Kevin kleinlaut. Tobias dachte einen Moment nach. »Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll«, wisperte er. »Vielleicht am Anfang?«, witzelte Kevin und versuchte, sein Gesicht zu einem Grinsen zu verziehen. Aber mehr wie ein blasses Abbild seiner üblichen Grimassen bekam er nicht zustande.
Tobias überlegte einen Moment. Als er seine Lippen öffnete, um zu sprechen, richtete sich sein Blick auf die kahle weiße Wand. Und wurde glasig und ausdruckslos, so als wäre gar nicht anwesend. Alina, sie hat mich verlassen, schon vor über 2 Monaten. Damit wäre ich klargekommen, aber sie hat doch Amy und Hazel mitgenommen. Die einzigen Lebewesen, die mich noch animieren konnten, mich überhaupt zu bewegen. Nachdem sie auch weg waren, hat nichts mehr einen Sinn ergeben. Tobias sagte das alles so nüchtern, als würde er ein Rezept herunterbeten. Erst jetzt wurde Kevin bewusst, dass er keine Spur von den beiden Hunden in der Wohnung entdeckt hatte. Beruhigend legte er wieder eine Hand auf Tobias Schulter. Diesmal zuckte der Dunkelhaarige nicht zusammen. Warum? Also ich meine, gab es einen Grund, weshalb? Begann Kevin seine Frage. Weshalb sie mich verlassen hat und alles mitgenommen hat, was mir etwas bedeutet hat? Fiel ihm Tobias ins Wort. Ja, murmelte Kevin bedrückt. Sie dachte, ich betrüge sie. Ich hätte jemand anderen und würde nur vorgaukeln, so viel zu arbeiten. Tatsächlich habe ich sie nie betrogen, nicht körperlich. Tobias Stimme nahm endlich Emotionen an und wurde traurig. Aber du liebst Alina nicht mehr? Versuchte Kevin nachzuhaken. Tobias schüttelte den Kopf. Kleine Tränen kullerten seine Wangen hinunter und er versuchte sich zusammenzureißen. Es zerriss Kevin das Herz, Tobias so zu sehen. Es gibt da schon eine Person, aber diese will nichts von mir in dieser Hinsicht wissen. Nicht auf eine romantische Beziehung. Freundschaft ja, aber Liebe würde diese Person nicht in den Sinn kommen. Kevin, das alles... Ich kann das nicht mehr Tobias Stimme versagte und er brach endgültig in Tränen aus. Kevin setzte sich aufs Bett und zog Tobias in seine Arme. Ist ja gut. Weißt du, du kannst dich nicht einfach verkrümeln. Wir brauchen dich doch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der dich nicht liebt. Tatjana hat dich lieb. Erik hat dich lieb. Ich liebe dich. Sascha, Vladi, Patrick, Ben, alle haben dich lieb. Endete Kevin und streichelte Tobias behutsam den Rücken. Dieser entzog sich aber aus der Umarmung und schaute Kevin aufmerksam an. Was hast du gerade gesagt? Fragte er skeptisch. Dass wir dich alle lieb haben? Hakte Kevin nach. Nein, was hast du speziell über dich gesagt? Kevin stockte kurz. Hatte er etwa mehr über sich preisgegeben, als er wollte? Er überlegte, ließ die Unterhaltung noch einmal Revue passieren. Nein, er hat ihm tatsächlich gesagt, dass er ihn liebte? Der Blondschopf überlegte, was er jetzt sagen sollte. Im Endeffekt entschied er sich dazu, ehrlich zu sein. Schließlich war Tobias auch ehrlich zu ihm. Ich habe gesagt, dass ich dich liebe, flüsterte er kaum hörbar, konnte Tobias dabei aber nicht in die Augen sehen. Tobias legte aber einen Finger in Kevins Kinn und zwang ihn, ihm in die Augen zu sehen. Du liebst mich? Fragte er ungläubig. Kevin nickte leicht. Tobias erwiderte das Nicken und legte seine Lippen sanft auf die von Kevin. Er hatte seinen ganzen Mut zusammengenommen, nur um dieser Erwiderung seiner Liebe Ausdruck zu verleihen. Nun war es an Kevin, dumm aus der Wäsche zu schauen. Willst du mir gerade sagen, du wolltest dich wegen mir umbringen? Fragte Kevin. Tobias bestätigte die Frage mit einem Nicken. Kevin holte aus und boxte ihn in die Seite. Ist das dein Ernst, du Arsch? Du wolltest dich wegen mir umbringen? Mann, red doch einfach mit mir. Ich beiße nicht, verdammt. Er zog Tobi an seinen Kragen zu sich und küsste ihn nun richtig und leidenschaftlich, bis ihnen beide der Sauerstoff ausging und sie sich voneinander lösen mussten. Tu das nie, nie wieder. Ich will dich nicht verlieren, hörst du? Schimpfte Kevin liebevoll. Tobias nickte und ihm liefen nun keine Tränen der Trauer, sondern der Erleichterung und Freude über die Wangen. Life is where my love is.